Herzlich willkommen zur 15. Peyramadinee. Tierschutz, ich mache eine kleine Pause. Tierrecht, warum diese kleine Pause zwischen den beiden Wörtern da war, wird sicherlich sich im Laufe unseres Gesprächs auflösen. Ich begrüße sehr herzlich Simon. Simon ist Peyramitglied, aber nicht nur Peyramitglied, sondern auch Pirat. Er ist Abgeordneter für die Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus und unter anderem dort auch Sprecher für das Thema Tierschutz. Wir rufen das Thema auf, weil das Thema hochspannend ist, hochwichtig ist, vor dem Hintergrund, dass alle glaubten, die Sache mit dem Tierschutz ist eigentlich geregelt, bis dann irgendwann die hässlichen Bilder kamen, Tiere für Forschungszwecke zu quälen, Großtierhaltung. Ich muss das, glaube ich, in diesem Kreis nicht lange ausführen. Diese Bewegung kam allerdings erst sehr spät in Gang, in den 80er Jahren. Und sie ist jetzt für die Lebensmittelindustrie und Fleischindustrie offenbar einer der schärfsten Gegner. Warum greifen wir dieses Thema heute auf? Weil mit der kleinen Einführung, glaube ich, deutlich geworden ist, dass wir nicht nur gegenüber den Menschen, sondern auch gegenüber den Tieren fürchterlich enttäuschen. Wir sind nicht die zivilisierte Gesellschaft, die wir glaubten zu sein. Ich glaube, dass wir in diesen Tagen das eben festmachen gegenüber unserem Verhältnis zur Flüchtlingsproblematik und natürlich auch gegenüber den Tieren. Simon hatte mir vorher verraten, wie er seinen Beitrag von etwa 30, 40 Minuten gliedern wird. Wenn er dieses alles durcharbeitet, dann können wir unsere Zeit heute, glaube ich, nicht einhalten. Ich hoffe, ihr habt ein wenig mehr Zeit mitgebracht und wenn das Restaurant es zulässt, können wir das natürlich beliebig ausdehnen. Er hat seine Vorbereitung in 7 Themen gegliedert, am besten vielleicht eine kleine Vorschau von dir, Simon, und dann geht's voll los. Für die, die heute neu bei uns sind, hier stehen 2 leere Stühle. Wer also nach den Ausführungen von Simon ein Statement abgeben möchte oder Fragen an Simon hat, ist eingeladen, hier dann Platz zu nehmen. Das haben wir nun seit 15 Matineen als Struktur der Versammlung. Das ist sehr hilfreich für alle Beteiligten. Dadurch entsteht eine gute, strukturierte Diskussion. So viel zur Vorrede. Simon. Ja, vielen Dank, Rainer. Ich hoffe, ich bin auch gut zu hören. Es ist natürlich ein gewisser Ritt, den ich vorbereitet und mitgebracht habe. Und auch die Gliederung erfuhr vielerlei Überarbeitung noch, weil es hängt alles miteinander zusammen. Und es gibt natürlich immer Querverstrebungen. Und deswegen habe ich es jetzt so strukturiert, dass ich immer gute Überleitungen habe. Deswegen sage ich jetzt auch gar nicht groß, wie ich das strukturieren will, weil ich nehme euch jetzt einfach mit auf die Reise und schauen wir dann einfach mal, wo wir da ankommen in 30 bis 40 Minuten. So, vielleicht noch mal ganz kurz zur Begriffsdefinition. Tierschutz ist immer der Schutz von Individuen vor Leid und Tod. Das ist also abzugrenzen in erster Linie mal zum Umweltschutz, wo es um den Erhalt von Lebensräumen sowohl für Menschen als auch für Tiere geht, aber dabei keine individuellen Wesen betrachtet. Der Tierschutz im weiteren Sinne ist überraschenderweise und auch im Gegensatz zu dem, was Rainer gerade gesagt hat, tatsächlich in der Menschheitsgeschichte mit einer wesentlich wichtigeren Rolle versehen gewesen, als wir das heutzutage in unsere verbreitete Vorstellung von dieser menschlichen Entwicklung aufgenommen haben. Schon die frühesten menschlichen Kulturen waren sich nämlich der Abstammung der Menschen von den Tieren bewusst und verehrten die Tiere daher auch als Ahnen. Zum Beispiel gut bekannt bei den Tiergottheiten im alten Ägypten, die bis zur faktischen
Einführung des Monotheismus durch den Ra-Kult vor ca. 4500 Jahren auftraten. Eine andere Religion, der Jainismus oder Jainismus, der vor ca. 2500 Jahren entstand und weltweit heutzutage 4,4 Millionen Anhänger hat, verbot bereits von Anfang an das Töten und das Beeinträchtigen von Tieren vollständig. Aber auch in den abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum, Islam, die unsere Gesellschaft sehr geprägt haben, ist der Tierschutzgedanke von Anfang an auch stark verankert gewesen. Die Tora, auf die sich alle drei dieser Religionen beziehen, verbietet das Quälen und Töten von Tieren grundsätzlich und erlaubt es nur in ganz engen Grenzen ausnahmsweise. So, dann kam allerdings die Neuzeit und in der Neuzeit wurde aus Gründen, warum auch immer, das ist noch ein weiterer interessanter Forschungsgegenstand wahrscheinlich, das Essen von Tieren plötzlich zur Normalität und diese Ausnahmen, die da formuliert wurden, wurden plötzlich zur Regel zurechtgebogen. So, man bezog sich darauf, dass man bestimmte Speisevorschriften, bestimmte Schlachtvorschriften einhielt, es dann plötzlich völlig okay sei, Tiere zu essen. Und das nicht nur in kultischen Zusammenhängen, sondern eigentlich jeden Tag. Durch die Industrialisierung wurde auch der Umgang mit den Tieren von einer verantwortlichen Beziehung zwischen Mensch und Tier, mehr oder weniger auf Augenhöhe, plötzlich zu einem nach kapitalistischen Prinzipien durchoptimierten Ausbeutungsprozess. Und in diesem Zusammenhang war es auch, dass aus der Auseinandersetzung mit der religiösen Verantwortungsethik, hier vor allem mit der christlichen, im frühen 19. Jahrhundert die ersten Tierschutzvereine entstanden. So, das ist der Tierschutz, das eine Blatt sozusagen der Medaille, wo dann allerdings auch seit über 100 Jahren nicht mehr sehr viel passiert ist. Das hat mich selber ein bisschen überrascht, aber ich habe vor ein paar Tagen zufällig einen Artikel gefunden in der modern illustrierten Zeitschrift Die Woche, 1902 erschienen. Und ja, ich halte den nochmal hoch, also das Titelblatt und auch den Artikel, um den es geht, der heißt Der Tierschutz und die Frauen. Wo der Tierschutz als ein wirres Hobby von emotionalen, aber dafür dann auch etwas weniger vernunftsbegabten Menschen, also den Frauen, dargestellt wird, so wie zum Beispiel auch die Forderung nach einem Wahlrecht für Frauen. Und wir merken, also in feministischer Sicht sind wir da inzwischen ein ganzes Stück weiter. In Tierschutzsicht hat sich leider in dieser Zeit kaum etwas verändert. Und was es auch noch gibt, sozusagen in Abgrenzung zum Tierschutz, ist eine Bewegung, die sich ebenfalls im 19. Jahrhundert entwickelt hat, nämlich die Tierrechtsbewegung, die von Anfang an als emanzipatorische Bewegung aufgelegt war. Und deswegen auch mit der feministischen Bewegung stark überlagert war, also viele Akteure sich teilte. In Deutschland wurde zum Beispiel 1907 der Bund für radikale Ethik gegründet und radikal heißt in dem Zusammenhang nicht Autos anzünden, sondern heißt gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse grundsätzlich in Frage zu stellen. Und der verknüpfte die Tierrechtsbewegung damals schon mit der Friedensbewegung. Und auch der antifaschistische internationale sozialistische Kampfbund, der sich in der Weimarer Republik von der SPD abspaltete, das erleben wir ja auch immer wieder, dass sich Gruppen von der SPD abspalten, der verband den Klassenkampf mit der Tierrechtsbewegung. Es ist natürlich auch unnötig zu sagen, dass sowohl der Tier- als auch Menschenrechtsstrukturen in der Zeit des Nationalsozialismus faktisch zerstört worden sind. Die Menschenrechte hatten aber nach dem Sieg über Nazi-Deutschland und den Staat der Bundesrepublik eine wesentlich bessere Ausgangsposition erstmal, sodass die Menschenrechte inzwischen zumindest auf dem Papier relativ gut verankert sind, die Tierrechte eben gar nicht. Und vielleicht noch kurz zur modernsten Ausprägung des Tierrechtsgedankens, bevor ich dann sozusagen mit dem geschichtlichen Abriss auch fertig bin. Das ist geprägt worden von der jetzt gerade nach Berlin übergesiedelten Psychologie-Professorin von der Massachusetts University, Melanie Joy, die ein System entwickelt hat, in dem die von vielen Menschen immer noch als völlig normal empfundene Ausbeutung von Tieren als gewalttätige Ideologie beschrieben und auch untersucht wird. Der Name dieser Ideologie lautet Canismus und der Forschungsgegenstand von ihr ist sozusagen, wie es möglich ist, dass in unserer heutigen, als aufgeklärt
empfundenen Gesellschaft diese gewalttätige Ideologie mehr Anhänger hat, als sie das jemals zuvor in der Geschichte hatte. Das ist jetzt auch genau der Punkt, wo ich mich an die Vorrede anknüpfen kann. Die Vorstellung von unserer Gesellschaft und die Gesellschaft, wie sie sich dann tatsächlich auswirkt und eben auch tatsächlich direkte Wirkungen entfaltet, das geht scheinbar mehr und mehr auseinander. Und die Frage ist natürlich, warum das so ist. Ich wollte jetzt mal ganz kurz zu meiner persönlichen Geschichte kommen, weil die auch wichtig ist für das Folgende. Und zwar begann die sozusagen, als ich 6 Jahre alt war, auf einer Fahrt in den Urlaub, wo wir etliche Kilometer auf der Autobahn hinter einem Tiertransporter hinterherfuhren. Was mich dann zu der Erkenntnis brachte, dass diese Tiere da deswegen in der brütenden Sonne leiden müssen, weil ich sie esse. Das war der Tag, an dem ich Vegetarier wurde. Das war aber in den 80er Jahren auf einem Dorf auch schon der Gipfel der Absonderlichkeit. Verstehen konnte das aus meinem Umfeld eigentlich niemand und ich kannte sonst auch keine anderen Vegetarier. Ich weiß gar nicht, wie lange ich überhaupt brauchte, um dieses Wort zu finden dafür. Na, das war allerdings erst der Anfang und das wurde mir erst 8 Jahre später klar, als ich dann in einem linken Infoladen dieses kleine Büchlein hier fand. Oder vielleicht ist es eher eine Sine oder es sind auch keine Autoren angegeben, keine Urheber. Es ist handgeschrieben, schlecht kopiert und prinzipiell ein Kochbuch. Rezepte ohne Fleisch, Milch, Eier und Honig steht da drauf. Aber ich sag's mal so, das Vorwort und auch das Nachwort, die haben es echt in sich. Und die haben mir dann auch die Augen geöffnet, dass keine Tiere zu essen nicht automatisch bedeutet, keine Tiere auszubeuten. Und dass die Ausbeutung von Tieren eben auch nicht nur negative Auswirkungen auf Tiere letztlich hat, sondern auch schlimme Auswirkungen auf die Lebensgrundlage von Menschen, auf die Umwelt und das Weltklima. Das war also der Moment, wo ich Tierrechtler wurde, erst mit den Grünen sympathisierte, die sich ja immer so als große tierfreundliche Partei darstellen, dann allerdings leider sich als in meinen Augen eher wenig menschenfreundlich dargestellt haben, als sie nicht nur dem Angriffskrieg auf Jugoslawien zugestimmt haben, sondern eben auch sich im Vorfeld dazu auf eine höchst undemokratische Art und Weise gezeigt haben, als es dann darum ging, wer eben im Interesse des Machterhalts gegen sein Gewissen abstimmen musste und welche Leute so wichtig waren, dass sie tatsächlich für ihr Gewissen abstimmen konnte. Das war also demnach nicht meine Gruppierung. Deswegen wurde ich an dem Tag dann auch Mitglied der PDS und musste da dann wiederum erleben, wie ein weiterer SPD-Tiefausläufer, die WASG, nach der Übernahme dieser Partei dann eben auch die Arbeit der ökologischen Plattform letztlich völlig unmöglich gemacht hat und aus der innerparteilichen Meinungsbildung komplett verdrängte. Und über ein paar weitere Schritte wurde ich dann eben Pirat und wie Rainer schon gesagt hat, bin ich in dieser Funktion jetzt auch Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus und da unter anderem auch Sprecher für Verbraucher und Tierschutz, wo ich dank unserem Programm auch die Möglichkeit habe, die mit Abstand emanzipativste und progressivste Politik im Bereich des Tierschutzes zu machen, die es tatsächlich in diesem Feld gibt. Und auch das ist ein interessanter Punkt, oft wird das auch in den Medien erwähnt. Es gibt tatsächlich im Bundestag und in sämtlichen Landtagen insgesamt nur 2 vegan lebende Abgeordnete, das sind Philipp Magalski und ich und wir sind beide Mitglied der Berliner Piratenfraktion. So, dieser Termin steht ja jetzt schon ein bisschen länger fest, der wurde ja beim letzten Mal schon angekündigt, aber netterweise hat das ZDF sich jetzt nochmal vor 1,5 Wochen in die Themenfindung eingemischt und hatte einen 29-minütigen Beitrag in der Reihe ZDF Zoom gebracht. Das hatten wir ja auch im Vorfeld schon mal vertwittert. Und diese Dokumentation war wirklich interessant. Wir hatten ja, das hatte Rainer auch gesagt, in den letzten Monaten und Jahren sehr viele Dokumentationen, die aufrüttelnd waren, weil sie eben gezeigt haben, wie hinter der schönen Fassade aus der CMA-Werbung Tierhaltung in Deutschland in industriellen Maßstäben wirklich funktioniert. Diese Doku setzte sich jetzt allerdings mit der Tierrechtsbewegung auseinander oder den Tierschützern, wie sie immer genannt worden sind. Der Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrechten wurde da überhaupt nicht gemacht. Und diese Doku war deswegen ein extrem interessantes Beispiel, weil sie so extrem lenkend formuliert war. Man könnte jetzt nach Mahas Methode sie Satz für Satz analysieren und schauen, an welchen Stellen, mit welchen Formulierungen die Tierrechtsbewegung in diesem Beitrag diskreditiert wird.
das wird jetzt allerdings den Rahmen sprengen. Deswegen nehme ich nur ein kleines Beispiel von ganz von Anfang dieses Beitrags. Und zwar geht es da um ein Labor in Tübingen, die Grundlagenforschung an Makaken durchführen. Und zwar deswegen Makaken, weil sie den Menschen so ähnlich sind. Also man kann scheinbar ganz gut, eventuell meinen die Wissenschaftler da, Erkenntnisse am Gehirn von Makaken sehr gut auf die Menschen übertragen. So, diese Tiere haben jetzt, das kennt man ja auch immer aus den Bildern, Implantate in der Schädeldecke, um ihren Kopf fixieren zu können für die Versuche. Und in diesem Beitrag darf dann einer der Wissenschaftler sagen, dass diese Implantate ja auch überhaupt nicht wehtun würden. Gut, was würde denn jede Ethikkommission der Welt davon halten, wenn beantragt würde, freiwillig teilnehmenden Menschen Implantate in die Schädeldecke einzusetzen, damit ihre Köpfe in Forschungsapparaturen fixiert werden können? Ich denke mal, das ist eine rhetorische Frage. Warum ist denn das dann bei unseren nächsten Verwandten, eben gerade deswegen sind es ja Makaken, weil sie uns so ähnlich sind, die noch nicht mal freiwillig teilnehmen, sondern zur Teilnahme gezwungen werden, plötzlich in Ordnung? Diese Frage wird in diesem Beitrag nicht gestellt. Stattdessen wird die Frage gestellt, und das ist jetzt ein Zitat, sprang den Tübinger Forschern keiner bei, weil die Gegner die besseren Argumente haben, oder ist es die Angst, selbst ins Visier radikaler Tierschützer zu geraten? Also radikal jetzt hier im ZDF natürlich in der Bedeutung Autos anzünden. Das ist natürlich eine ganz interessante Frage, weil sie die Frage aufwirft, wie man denn den Tübinger Forschern auf eine Art und Weise beispringen sollte, sodass diese Person dann selbst in das Visier radikaler Tierschützer gerät. Zum Beispiel dadurch, dass man dann selber Makakenimplantate in die Schädeldecke einsetzt. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit. Aber das kommt in diesem Beitrag jetzt weiterhin auch nicht vor irgendwie. Es wird halt viel angerissen, nichts ausgesprochen. Irgendwie 29 Minuten sind ja auch nicht so arg viel Zeit. Es wird von einem Tierschutzprozess in Großbritannien berichtet, wovon interessanterweise überhaupt nicht berichtet wird, ist ein Tierschutzprozess in Österreich, den ich sozusagen als großes Beispiel am Ende von diesem kleinen Impulsvortrag nochmal vorstellen werde. Und das aus dem Grund, dass es ganz gut zeigt, wozu diese Art von Dokumentation führt. Das Fazit der Sendung ist auf jeden Fall, dass die Tierschützer einen Krieg gegen die Industrie, gegen die Landwirtschaft und die Wissenschaft führen und sogar drohen, diesen zu gewinnen. Und zwar werden da auch die Rollen relativ klar verteilt. Die Tierschützer, die in ihrer Kriegsführung, in Anführungszeichen, kein einziges Lebewesen verletzt haben, sind die Bösen, während die, die jedes Jahr unzählige Milliarden Todesopfer produzieren, die Guten sind. Es ist die Frage, warum lässt sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen dazu herab, eine so durchschaubar falsche Darstellung nicht nur zu produzieren, sondern auch noch zu senden. In den Rundfunkräten sitzen ja bekanntlich Vertreter, die von den Parlamenten benannt werden. Und da auch dies dem Parteienproporz unterliegt, sind die meisten Vertreter von der aktuellen Regierung entsandt. Im Falle vom ZDF, also von der Großen Koalition im Bund. Und deswegen gewinnt man manchmal den Eindruck, dass die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender auch so eine gewisse Aufgabe haben, unpopuläre Entscheidungen der Politik schon mal vorzubereiten. Ein ganz gutes Beispiel ist auch die Umsetzung der Tabakprodukte-Richtlinie 2, die jetzt spätestens im nächsten Mai auf uns zukommt. Gesundheitsminister Christian Schmidt hatte auch schon angekündigt, dass das jetzt wohl direkt nach der Sommerpause erfolgen wird. Und egal, ob man jetzt die Richtlinie weit auslegt oder extrem eng, es wird auf jeden Fall starke Einschnitte bei der E-Zigarette bringen, die ich jetzt hier einfach mal kurz als Beispiel erwähne, weil da ist eine relativ klare Studienlage vorhanden, dass sie eine wesentlich weniger schädliche Alternative zum Rauchen von Tabak ist. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten hatten jetzt also die Aufgabe, diese einschneidende Gesetzgebung schon mal vorzubereiten, und das haben sie, und speziell auch da das ZDF und der WDR. Der WDR auch interessant deswegen, weil die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Steffens schon diverse Male von Gerichten zurückgepfiffen werden musste, weil sie falsche Aussagen zur E-Zigarette verbreitet hat, diese Entscheidung schon mal vorwegzunehmen.
Und es scheint ja auch zu funktionieren. Also ich höre oft irgendwie von Leuten die Aussage aus dem Fernsehen direkt übernommen, dass ja E-Zigaretten eh viel schädlicher seien, als irgendwie Schwelbrände einzuatmen. So, aber kommen wir doch nochmal zur aktuellen Gesetzeslage beim Tierschutz. Der Tierschutz wurde ja 2002 als Staatsziel in das Grundgesetz aufgenommen. 2000 wurde dieses Ansinnen noch abgelehnt. Faktisch sind die Auswirkungen aber gleich null. Wir hatten jetzt gerade sozusagen unter Agrarministerin Aigner noch in der letzten Legislaturperiode eine komplette Überarbeitung des Tierschutzgesetzes, zumindest war das so geplant. Und da wurde dann zum Beispiel auf das Betreiben der Agrarlobby das Verbot der betäubungslosen Kastration von Ferkeln wieder gestrichen. Brandzeichen bei Fohlen sind auch weiter erlaubt, dafür haben sich die Zuchtverbände eingesetzt. Eine Einschränkung von Tierversuchen war natürlich ohnehin nie im Gespräch. Die einzige Forderung, die dann tatsächlich Eingang in das neue Tierschutzgesetz gefunden hat, war die von Neokonservativen sexuelle Handlungen mit Tieren zu verbieten. Und das zeigt, dass der Tierschutz in Deutschland eigentlich nur dann funktioniert, wenn es keine Lobbygruppe gibt, die etwas dagegen hat. Und das zeigt eben auch, wie sehr der ZDF-Beitrag die Realität verdreht, weil sie nämlich tatsächlich darstellen, dass das Kräfteverhältnis ein völlig anderes ist als das, was wirklich vorherrscht. Und trotzdem ist die Tierrechtsbewegung manchen Vertretern von Industrie und Wirtschaft immer noch zu erfolgreich. Da wird dann das Grundrecht auf Demonstrationen einfach so vor einem Pelzgeschäft oder vor einem Versuchslabor genutzt. Und solange keine Straftaten begangen werden, kann man das noch nicht einmal verhindern. Na, vielleicht doch. Wir haben ja im deutschen Herbst den Paragraph 129a eingeführt, Bildung terroristischer Vereinigungen. Und zwar mit dem Ziel, Terroristen verurteilen zu können, schon bevor diese Anschläge verüben. Sprich, der Paragraph dient dazu, Menschen einzuknasten, die keine Verbrechen begangen haben. Wie praktisch wäre es jetzt, wenn man diese Strafnorm auch für nervige Tierrechtler anwenden könnte? Das klingt jetzt natürlich erstmal nach einer sehr düsteren Dystopie, ist aber leider realistischer, als die meisten Fans des Rechtsstaats das gerne zugeben würden. Und jetzt komme ich zu diesem Prozess in Wien, der in dem Fernsehbeitrag überhaupt nicht erwähnt wurde und das aus einem sehr guten Grund. In Österreich gibt es nämlich einen ähnlichen Paragraphen, den Paragraphen 278a, Bildung einer kriminellen Organisation. Und es gibt dort den Verein gegen Tierfabriken, der im Rahmen einer Anti-Pelz-Kampagne auch Demonstrationen vor Filialen der Bekleidungskette Kleiderbauer durchgeführt hat. Der Geschäftsführer von Kleiderbauer hat sich dann bei der Wiener Polizei beschwert, dass Kunden bei diesen Demonstrationen belästigt worden wären. Daraufhin wurden die Demonstrationen aufgelöst, polizeilich, mit der Begründung Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Nach einer Beschwerde wurden sie dann wieder zugelassen. Also erster Versuch, leider nicht geklappt. Nachdem dann auch noch das Auto von Herrn Graf, dem Geschäftsführer von Kleiderbauer, von Unbekannten mit Farbe übergossen wurde, wandte sich dieser an das Innenministerium. Man kennt sich ja, man geht gerne zusammen zum Opernball. Woraufhin die Bundespolizei dann eine Sonderkommission Bekleidung aus mindestens 32 Beamten verschiedener Abteilungen der Polizei sowie des Verfassungsschutzes und der Terrorbekämpfung gründete. Auch wenn kein Zusammenhang der Demonstration mit dem Farbangriff hergestellt werden konnte, wurde ein, Zitat, Ausschöpfen sämtlicher administrativen Möglichkeiten im Hinblick auf die Untersagung der Demonstrationen, Zitat Ende, festgelegt. Auch diese Bemühungen scheiterten allerdings am Demonstrationsrecht. Die SOKO reagierte auf diese Erkenntnis, indem sie den Demonstrationen, Zitat, mindestens zwei Wega-Beamte, das ist sozusagen das österreichische Äquivalent der GSG 9, am besten mit Dienstfahrzeug ausgestattet, zur Prävention und bei Bedarf zur Repression, Zitat Ende, beistellte, mit der Absicht, die Tierschützer in der Öffentlichkeit in das Licht besonders gefährlicher Demonstranten zu rücken. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, LVT, hatte bereits seit 2006 bei wirtschaftsnahen Veranstaltungen übrigens das Vorstellen von Präventionsmaßnahmen als ein Bedrohungsszenario sozusagen durch die Tierrechtsbewegung herbeigeredet. Also das hatte man alles schon mal theoretisch durchgespielt und jetzt waren endlich sozusagen auch die Tierrechter da, an denen man dann mal diese wirtschaftsfreundlichen Polizeimaßnahmen einfach mal ausprobieren konnte.
Es kam im Laufe der Ermittlungen dieser Sonderkommission dann zu umfassenden Observationen in Form von Lauschangriffen, Peilsendern, Online-Überwachungen, Beschattungen und verdeckten Ermittlungen gegen eine große Anzahl von Personen. 8 Monate nach Beginn der Ermittlungen der SOKO berichtete diese am 18. Dezember 2007 dem Generaldirektor der Polizei, bis auf eine DNA-Spur auf einem Pflasterstein hätten keine Ermittlungsergebnisse gefunden werden können. Trotz des Ausbleibens von diesen Ergebnissen beantragte die Sonderkommission aber im Januar 2008 Videoüberwachung und brachte hierbei erstmals den Verdacht vor, dass die Tierschützer eine kriminelle Vereinigung gebildet hätten. Wie gesagt, dafür gibt es ja einen Straftatbestand. Da muss man gar nichts machen, da muss man nur eine kriminelle Vereinigung sein. Laut dem Gesamtbericht über den Einsatz besonderer Ermittlungsmaßnahmen im Jahr 2008 waren in diesem konkreten Fall zu diesem Zeitpunkt 267 Personen überwacht worden. Am 21. Mai 2008 wurde dann im Zuge einer österreichweiten Razzia, und Razzia heißt in dem Fall Terrorkorps in voller Kampfmontur mit Maschinengewehr, die morgens um 6 deine Tür eintreten und dich, deine Partnerin und deine Kinder auffordern, mit erhobenen Händen nackt an der Wand zu stehen. Durch die Polizei 9 Aktivisten und eine Aktivistin unterschiedlicher Tierrechtsorganisationen, darunter auch der VGT-Obmann Martin Ballucht, festgenommen und bis zu 105 Tage in Untersuchungshaft genommen. Bei den 23 Hausdurchsuchungen wurden umfangreiche Beschlagnahmungen vorgenommen, darunter auch der Großteil der Infrastruktur dieses Vereins gegen Tierfabriken, inklusive Spenderdatenbanken, Buchhaltung und der Kontozugangsdaten. Die Verhaftung war dann auch tatsächlich Anlass für massive Kritik innerhalb und außerhalb Österreichs. Und die Betroffenen erhielten keine Akteneinsicht und lange Zeit war völlig unklar, was ihnen eigentlich überhaupt vorgeworfen wurde. Die Polizei konnte keine Delikte konkreten Verdächtigen zuordnen und ließ zentrale Vorwürfe wie zum Beispiel den Brandanschlag in einer Jagdhütte, der tatsächlich ein bereits aufgeklärter Unfall gewesen war, wieder fallen, behielt die Person aber weiterhin in Untersuchungshaft. Ebenso fallen gelassen wurde zum Beispiel die Anschuldigung gegen Christian Moser, einen der Aktivisten, Sprengstoff gehortet zu haben, da sich die verdächtige Substanz als Sojamilch herausstellte. I kid you not. Martin Balluch erhielt nach eigenen Angaben zur Begründung für seine Untersuchungshaft einen 1500-seitigen Auszug aus der Ermittlungsakte, in dem sein Name 3-mal im Zusammenhang mit Zeitungsinterviews oder von ihm verfassten Artikeln erwähnt worden war. Ja, wir haben weiterhin österreichweite international große Proteste. Die Gefangenen treten aus Protest gegen das Vorgehen in einen Hungerstreik und nach mehr als 3 Monaten wird dann von der Oberstaatsanwaltschaft Wien die Freilassung der Tierschützer angeordnet, da die Dauer der Untersuchungshaft im Hinblick auf das zu erwartende Strafmaß unverhältnismäßig zu werden drohte. Seit 2009 wurde dann übrigens auch gegen eine Richterin des unabhängigen Verwaltungssenats ermittelt, die Strafbescheide gegen einige Tierschützer wegen Jagdstörung und Falschparkens in Höhe von 200 Euro aufgehoben hatte. Und als sich dann Aktivisten in einem Online-Forum lobend über die Richterin äußerten und meinten, dass Jagdstörung nur mit richterlicher Rückendeckung ablaufen könnte, gab das für die Ermittler Anlass zu der Annahme, er habe die Richterin zum Amtsmissbrauch zugunsten der beschuldigten Tierschützer angestiftet und auch das Telefon dieser Richterin wurde dann abgehört. Im November 2010 wurde noch bekannt, dass die Polizei ab 2007 auch eine verdeckte Ermittlerin in den Verein gegen Tierfabriken eingeschleust hatte, die während ihrer 16 Monate dauernden Ermittlungen in persönlichem Kontakt mit mehreren Angeklagten stand. Die verdeckte Ermittlerin unter dem Decknamen Danielle Durand wurde bis zum Nachweis ihrer Existenz durch die Angeklagten auch vor Gericht von ihren Vorgesetzten geleugnet und Berichte über ihre Tätigkeiten waren der Verfahrensakte waren da nicht enthalten. Nach ihrer Enttarnung wurde die verdeckte Ermittlerin dann auch von der Verteidigung als Entlastungszeugin beantragt. Also auch das müsst ihr euch vorstellen. Eine verdeckte Ermittlerin wird eingeschleust, findet nichts und muss dann sozusagen als Entlastungszeugin von der Verteidigung in den Zeugenstand berufen werden, um völlig unhaltbare und komplett an den Haaren herbeigezogene Vorwürfe zu widerlegen. Proteste folgten der Ankündigung von Richterin Ahlet in diesem Hauptsacheverfahren, die Schlüsselzeugin der Verteidigung nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit zuzulassen. Ahlet ließ die Befragung schließlich öffentlich zu, bestand aber darauf, die verdeckte Ermittlerin kontradiktorisch per Videoübertragung aus einem Nebenraum des Gerichts in den Verhandlungssaal einzuvernehmen. Und zwar begründete sie diese Entscheidung damit, dass die Ermittlerin vor den Angeklagten geschützt werden müsse.
Somit konnte die Verteidigung keine direkten Fragen an ihre wichtigste Zeugin richten. Dennoch entlastete die Ermittlerin mit ihrer Aussage die Angeklagten. Nachdem sie mehrere Monate lang das Vertrauen der Angeklagten genossen und eng mit ihnen zusammengearbeitet hatte, gab sie an, weder kriminelle Aktivitäten noch deren Planung erlebt zu haben. Es gab dann noch eine weitere Verbindungsperson, Vertrauensperson 481, die ist allerdings bis heute unklar, wer das gewesen sein soll. Die wurde während der Verbüßung einer Freiheitsstrafe rekrutiert und hat ebenfalls keine strafbaren Handlungen festgestellt. So, Mitte August reichte dann die Staatsanwaltschaft einen 218 Seiten umfassenden Strafantrag ein. Darin wurden 4 der 10 Personen, die auch in der Untersuchungshaft waren, ausschließlich, also nur nach diesem Paragraf 278a angeklagt. Das heißt, man hatte keine Vorwürfe gegen sie, außer eben Mitglied in einer kriminellen Organisation gewesen zu sein. Auch zum Beispiel der Hauptverdächtige Martin Balluch. Am 2. März 2010 begann der Prozess gegen 11 männliche und 2 weibliche Beschuldigte, darunter 3 Angeklagte, die erst 18 Tage vor Prozessbeginn erfahren hatten, dass sie angeklagt werden sollten. Sie beanstandeten die kurze Vorbereitungszeit, da die Hauptakte rund 20.000 Seiten umfasste. Mit den dazugehörigen Überwachungsprotokollen etwa 200.000 Seiten. Nur mal kurz zur Vorstellung, das ist ungefähr der Aktenberg, mit dem sich der BER-Untersuchungsausschuss herumschlägt. Der Antrag auf Prozessverschiebung eines Verteidigers, der den Akt erst wenige Tage vor Prozessbeginn erhalten hatte, 200.000 Seiten, wurde von Richterin Sonja Ahlet mit dem Hinweis abgelehnt, dass laut Strafprozessordnung nicht mehr als 2 Wochen Vorbereitungszeit gewährt werden müssten. Ja, und das geht dann so weiter, es wurde noch schlimmer. Regelmäßig sind Gutachten nicht nach dem Wunsch der Staatsanwaltschaft ausgefallen, deswegen wurden dann noch mehrfach erneute Gutachten beantragt. Und am Ende des Prozesses, am 2. Mai 2011, wurden alle Angeklagten in allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Richterin führte in der Urteilsbegründung an, dass weder die Existenz einer kriminellen Organisation belegt werden konnte, noch dass es Beweise für die weiteren angeklagten Straftaten gegeben hätte. Die Gesamtkosten des Verfahrens für die Staatskasse beliefen sich zu diesem Zeitpunkt auf 7 Millionen Euro. Wenige Tage nachdem die Staatsanwaltschaft ihren Revisionsantrag bekannt gab, kündigte sie an, Martin Balluch wegen der Anstiftung zum Amtsmissbrauch anzuklagen, wie gesagt vorhin, mit der Richterin, die eine Geldstrafe von 200 Euro wegen einer Jagdstörung aufgehoben hatte. Das ist ja Amtsmissbrauch, wenn man so etwas tut. Und damit brachten sie einen Punkt zur Anklage, in dem bereits seit längerer Zeit erfolglos gegen Balluch ermittelt worden war. Auch diese Richterin wurde dann eben Ziel von Ermittlungen und sogar Hausdurchsuchung. Also das tote Pferd wird munter weitergeritten. Für die Angeklagten hatte natürlich der Prozess durchaus spürbare Auswirkungen. Die meisten haben ihre Arbeitsstellen verloren, Verdienstausfall oder Verzögerung von Bildungsabschlüssen, persönliche und finanzielle Folgen. Die mediale Berichterstattung hob vor allem Christian Moser hervor, der jede Woche 700 Kilometer aus Tirol zum Prozess nach Wien-Neustadt anreisen musste und deswegen seine Arbeitsstelle verlor. Da er regelmäßig vor Gericht erscheinen musste, galt er außerdem für das Arbeitsamt nicht als jobsuchend und erhielt kein Arbeitslosengeld. Um die Betreuung seiner 3 Kinder zu gewährleisten, kündigte seine Frau ihre Stelle. Die Familie ernährte sich während des Prozesses von Spenden. Auch andere Angeklagte waren auf private Spenden und Unterstützung durch Benefizveranstaltungen angewiesen. Der Physiker Elmar Völkel und der Volkswirt Felix Naht mussten ihre Arbeit an ihren Dissertationen unterbrechen. Letzterer musste im Alter von 28 Jahren wieder bei seinen Eltern einziehen und erhielt auch kein Arbeitslosengeld. Ja, er ist auch jetzt immer noch in einem Prozess verwickelt hat sich also die Situation auch seitdem weiterhin nicht verändert. Die direkten Verteidigungskosten, also sozusagen nur die Kosten für Anwalt und Auslagen, beliefen sich für die Geschuldigten auf insgesamt 5,2 Millionen Euro, im Durchschnitt also 400.000 Euro pro Person. Diese Kosten sind auch nach dem rechtskräftigen Freispruch von den Angeklagten zu tragen, und zwar aus dem Grund, dass es in Österreich einen pauschalen Kostenersatz in Höhe von 1.250 Euro für Verfahrenskosten gibt. Wobei die Höhe der tatsächlichen Kosten nicht relevant ist. Zudem gibt es pro Tag ungerechtfertigter Untersuchungshaft 25 Euro Entschädigung. Insgesamt steht den Freigesprochenen daher eine Zahlung von maximal 11.650 Euro zu. So, der Staatsanwalt wurde nach den Freisprüchen im November 2011 zum ersten Staatsanwalt in Wien-Neustadt befördert. Inzwischen ist er Oberstaatsanwalt bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Richterin Sonja Ahlet hingegen wechselte
im Januar 2012 in die Abteilung Haftrichterinnen. Seitdem leitet sie keine Hauptverhandlungen mehr, sondern entscheidet nur noch über die Aufrechterhaltung von Untersuchungshaft oder über Auslieferungen. Die Entscheidung wurde nicht begründet. Es entsteht also schon auch ein bisschen der Verdacht, dass die zentralen Figuren der Anklage befördert wurden, die Richterin, welche die Tierschützer freigesprochen hatte, hingegen strafversetzt worden ist. Erst 2014 wurden dann alle Angeklagten letztinstanzlich von allen Vorwürfen freigesprochen. Dass wir so viel über diesen Fall wissen, liegt daran, dass er sehr gut aufgearbeitet wurde in verschiedenen Büchern. Es erschien auch ein Dokumentationsfilm, diesmal sogar ein abendfüllender mit dem Titel Der Prozess, wobei die Anlehnung an den Titel der Novelle Kafkas dabei, wie wir gerade auch gehört haben, nicht zufällig ist. Der Film bekam mehrere Filmpreise und lief auch im Fernsehen, allerdings jetzt nicht auf ZDF, sondern auf Arte. Und ein mehrjähriges interdisziplinäres Forschungsprojekt unter Beteiligung von Juristen und Philosophen an der Universität Wien arbeitet seit 2011 an der juristischen Aufarbeitung des Prozesses und der Fragestellung, ob der Paragraph 278a systematisch zivilgesellschaftliches Engagement erschwert. Dabei werden auch analoge Regelungen in anderen Ländern Forschungsgegenstand sein, so wie zum Beispiel auch unser Terrorparagraph hier. Ja, warum habe ich das alles erzählt? Man kann natürlich diesen Wiener Neustädter Tierschützerprozess als Klogriff von Polizei und Justiz auffassen. Er hat aber einiges erreicht, nämlich dass einige der aktivsten TierrechtlerInnen Österreichs ihre finanzielle Existenz verloren haben und statt legale Aktionen gegen Kleiderbauer durchführen zu können, in einen 6-jährigen Strafprozess verwickelt waren. Sprich, Kleiderbauer hatte seinen Frieden und es hat die Staatskasse gerade mal 8 Millionen gekostet. Ist doch Schnäppchen. Das Signal, das kann euch auch passieren, wurde an alle im Tierschutz Aktiven gesendet. Und an diejenigen, die in der Justiz tätig sind, das Signal, wenn ihr gegen den Tierschutz seid, werdet ihr befördert. Wenn ihr dafür seid, landet ihr im Innendienst und euer Telefon ist das nächste, das abgehört wird. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Naja, Österreich ist eben bekannt dafür, ein Testmarkt für Produkte zu sein, bevor sie in größeren Märkten wie in Deutschland eingeführt werden. Das kann natürlich jetzt auch im Fall Organisationsstrafrecht für TierschützerInnen passieren. Die ZDF-Doku vor anderthalb Wochen war jedenfalls der Grundstein dafür. Soweit zu meinem kurzen Impulsvortrag und jetzt würde ich mich über eine lebhafte Diskussion freuen. Du hättest noch 3 Minuten. Nein, das war sehr konzentriert. Du siehst, der Beifall ist da, es wird mehr gewünscht, aber ich denke, es ist tatsächlich jetzt so, dass sicherlich Fragen da sind. Problematisierung unter diesem Vorzeichen sozusagen des Wiener Falles, der nicht gerade, wie du ja ausgeführt hast, Mut macht bei diesem schwierigen Thema. Es gibt bereits einen ersten Wunsch, ein Statement, eine Frage, Alexander Spieß. Und die ich nicht kenne und aber auch fragen werden, stellen sich dann bitte mit Namen kurz vor, weil, wie gesagt, das Ganze läuft nachher als Videoaufzeichnung im Netz und ich kann sagen, unsere Videos werden in der Regel im Schnitt nach 4 Wochen sind wir bei etwa 1000 Abrufen, also ganz erfreuliche Reaktion über diesen Saal weit hinaus. Alexander. Ja, Simon, also danke für den Vortrag, der tatsächlich nicht sehr vollständig war, also das hattest du ja auch angekündigt. Du kommst am Ende natürlich zu einem, sage mal, besonderen Thema, was natürlich wichtig ist. Und der Grund dafür hat natürlich schon mit unserer Wirtschaftsordnung zu tun, weil gerade in Österreich die landwirtschaftliche Produktion eben einen großen Wirtschaftsfaktor darstellt. Und insofern ist natürlich auch das politische Vorgehen gegen alle Störer oder die diesen Wirtschaftsprozess stören könnten, symptomatisch für die Art und Weise, wie eben in unseren Demokratien Politik gemacht wird. Was mir allerdings fehlt, ist oder war die etwas weitere Perspektive. Wir hatten ja in der Krelle 33 das Vergnügen, den Film Cowspiracy zu sehen. Wo es eben auch um die Folgen für das Klima der Massentierhaltung ging. Diesem Zusammenhang habe ich ja auch gesagt, also ich halte es für auch ganz unabdingbar, auch für die Situation der
der Welternährung, völlig unabhängig jetzt auch von anderen Zielen, nicht, dass wir eben auf diese Massentierhaltung verzichten, das heißt andere Formen der Nahrungsmittelproduktion auch finden. Und das wäre natürlich in dem Sinne ein gemeinsames Ziel auch mit dem Tierschutz oder den Tierschützern, hierfür politische Lösungen zu finden. Da hätte ich von dir gerne auch nochmal konkrete Vorschläge, wie man eben diese Richtung fördern kann. Und zweite Geschichte ist, du weißt, ich teile dieses grundsätzliche Verbot, Tiere zum Beispiel auch bei Versuchen zu nutzen, nicht. Allerdings, wo wir gemeinsam gehen und was ich eben auch unterstütze, ist, dass man dafür klare rechtliche Grundlagen schafft, die auch die Tierrechte berücksichtigen. Darüber sage ich vielleicht später noch etwas zu den philosophischen Grundlagen. Das heißt, die Art und Weise, wie heute mit Tieren umgegangen wird, ist sicherlich nicht sinnvoll und auch nicht notwendig. Und da hätte ich gerne von dir auch eine Vorstellung, wie du dir das vorstellen kannst, eben auch in Frage von, sagen wir mal, notwendigen Tierversuchen vorzugehen. Ja. Bitte mal. Du hattest zwei Punkte aufgeworfen. Das eine ist tatsächlich die klimatische Auswirkung, nicht nur der Massentierhaltung, sondern jeder Form von Tierhaltung. Das ist ja gerade in dem Film, den du angesprochen hattest, Cowspiracy, klar geworden, dass auch die Weidetierhaltung zum Beispiel, also Weiderinderhaltung oder auch die, Tierhaltung zum eigenen Bedarf im eigenen Garten, letztlich von der klimatischen Auswirkung her, jetzt völlig unabhängig davon, wie man das dann aus tierschützerischer Sicht beurteilen würde, einfach problematisch ist, ganz einfach aus dem Grund, dass natürlich jeder Schritt in der Nahrungskette, sozusagen jeder, wie man das in der Industrie gerne nennt, jeder Veredelungsschritt, einfach einen Nährwertverlust von einer Größenordnung ungefähr bedeutet. Das andere waren die Tierversuche. Das ist tatsächlich eine, sagen wir es mal so, die wissenschaftliche Welt ist ja sehr gespalten, ob es so etwas wie notwendige Tierversuche tatsächlich gibt oder ob Tierversuche nicht grundsätzlich eher als schädlich betrachtet werden müssen, weil die Erforschung sozusagen die auch auf der Metaebene sozusagen die wissenschaftstheoretische Erforschung der Auswirkung von Tierversuchen ja auch Grund zu der Vermutung oder zu der Behauptung gibt, dass gerade im medizinischen Bereich beispielsweise Tierversuche mehr Schaden angerichtet haben, als sie Nutzen hatten. Viele Medikamente, die niemals an Menschen ausprobiert werden konnten, weil sie schon im Tierversuch scheiterten und das ohne, dass es dafür irgendeinen Anhaltspunkt gibt, dass sie tatsächlich auch bei Menschen irgendeine Form von negativen Auswirkungen gehabt hätten. Andererseits aber auch die bekannten Fälle von Medikamenten, die im Tierversuch überhaupt keine Probleme aufwerfen und plötzlich bei Menschen dann sich fruchtschädigend auswirken, zu schon Behinderungen bei Föten führen, wenn die Mutter diese Medikamente einnimmt oder andere Medikamente, die im Tierversuch vollkommen problemlos waren und dann bei Menschen zu plötzlichem Herzversagen geführt haben, das haben wir alles erlebt. Und das Problem dabei ist, dass wir davon ausgehen, Erkenntnisse von anderen Arten auf den Menschen übertragen zu können und gerade beim Detailliertheitsgrad, den unsere Medizin inzwischen erreicht hat. Wir forschen ja inzwischen nicht mehr an, sag mal, Insulin und Penicillin, sondern wir haben ja hochspezifische Medikamente, die sehr gezielt und genau in den Stoffwechsel eingreifen, an ganz bestimmten Stellen. Und es spricht einiges dafür, dass diese Erkenntnisse überhaupt nicht mehr sozusagen über eine Speziesgrenze übertragbar sein könnten. Deswegen ist die Frage, ob wir tatsächlich unter diesem Hintergrund noch von notwendigen Tierversuchen sprechen können oder ob wir nicht Tierversuche im Allgemeinen als zu gefährlich, um sie weiterhin durchzuführen, betrachten müssen. Auch im Bereich der Grundlagenforschung, also nicht nur in der Erforschung von konkreten Medikamenten beispielsweise, sondern auch im Bereich der Grundlagenforschung, egal wie man sie jetzt ethisch bewertet,
besteht immer die Gefahr, dass wir sozusagen selbst an unseren nächsten Verwandten, den Makaken, die da ja auch angesprochen worden sind, einfach Forschungsthemen aufwerfen, wo wir dann erst nach langer Zeit feststellen, dass sie bei Menschen überhaupt keine Parallele haben, weil einfach tatsächlich auch Menschenaffen und Menschen nicht identisch sind. Und jetzt kommt der ethische Aspekt noch. Menschen können einwilligen, an solchen Experimenten teilzunehmen. Menschen kann man auch in ein MRT stecken, ohne dass man ihren Kopf mit einem Schädeldeckenimplantat irgendwie fixieren müsste. Man kann ihnen sagen, bitte jetzt mal eine halbe Stunde ganz ruhig bleiben. Hier ist ein Notausknopf, wenn irgendwas schiefläuft. Warum kann man dann diese grundlagenforschenden Versuche nicht mit Menschen durchführen, die freiwillig teilnehmen, sondern eben stattdessen mit Tieren, die nicht freiwillig teilnehmen? Diese Frage ist tatsächlich auch meiner Meinung nach ja, eigentlich nicht wirklich zu beantworten. Ja, Martin Hase, mein Name. Also ich hätte einen einfachen Vorschlag, wie man zumindest die Tierversuche ja, verringern kann, die Zahl der Tierversuche und sie vielleicht auch besser machen kann, nämlich indem man eben einfach die Notwendigkeit von Ethikgutachten da auch ja, einführt, was ja bisher nicht der Fall ist. Man muss zwar Tierversuche immer begründen, wenn man Forschungsanträge stellt, auch für Publikationen muss nachgewiesen sein, muss man dazu noch was schreiben, aber wenn man da zusätzlich noch Ethikgutachten erforderlich macht, würde allein schon die Zahl zurückgehen, weil der Aufwand größer ist. Es müsste dann immer besonders begründet werden und so. Also das wäre schon mal ein Schritt, also ohne dass man gleich sagt, alle Tierversuche sind von vornherein verboten. Jetzt, aber mein eigentlicher Punkt, meine eigentliche Frage geht in eine andere Richtung, nämlich du bist ja im Parlament hier in Berlin, im Abgeordnetenhaus. Nun wissen wir, dass das Abgeordnetenhaus sich wenig mit Landwirtschaft beschäftigt, weil das in Berlin irgendwie nach Brandenburg outgesourced worden ist, was auch meiner Meinung nach seltsam ist, denn das hängt ja mit Verbraucherschutz ja auch ganz eng zusammen. Die Frage ist jetzt, könnt ihr trotzdem, zum Beispiel über die Schiene Verbraucherschutz, was machen gegen industrielle Tierhaltung? Oder was macht ihr? Denn ich denke, ich meine, mit Philipp und dir gibt es ja Leute, die da wirklich eine starke Meinung haben und die doch eigentlich auch ihre Meinung umsetzen wollen. Also gibt es da Möglichkeiten im Abgeordnetenhaus und was ist da passiert im Hinblick auf Tierschutz, insbesondere im Hinblick auf die industrielle Massentierhaltung, die eigentlich niemand so richtig will, außer denjenigen, die davon profitieren. Ja, zu deiner Vorbemerkung, es wäre sicherlich sinnvoll, solche Gutachten einzufordern, einfach weil sie den Anreiz, Tierversuche zu beantragen, erstmal einschränken würden. Wir hatten einen Antrag im Abgeordnetenhaus schon, der in eine ähnliche Richtung ging. Da sollte ein Beitrag von 2,50 Euro pro Versuchstier, was in der Forschung verbraucht wurde, erhoben werden. Das heißt, das hätten die Wissenschaftler dann irgendwo in ihr Budget noch reinstricken müssen. Und dieser Beitrag sollte dann eben an die Gruppen ausgeschüttet werden, die an Ersatzmethoden für Tierversuche forschen. Also es wäre auch in der Wissenschaft geblieben, es wäre sozusagen nur umverteilt worden. Aber selbst das hat die Große Koalition nicht mitgetragen. Und mit der Landwirtschaft hast du tatsächlich recht. Berlin hat seine Landwirtschaftspolitik komplett an Brandenburg übertragen per Staatsvertrag, was ich für einen ganz großen Fehler halte, weil diese beiden Länder auch komplett konträre Vorstellungen von der Landwirtschaft haben. Während Berlin ja eigentlich immer bekannt ist als die Stadt, wo alles immer nachhaltig und umweltfreundlich und ja, ethisch korrekt irgendwie sein soll, ist Brandenburg das Land, was wie kein anderes für Flächenübernutzung, für intensivste Monokulturen und für Massentierhaltung steht. Hier sind eben auch viele landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften aus der DDR wieder reaktiviert worden,
diesmal meistens von Großmästern aus den Niederlanden. In den Niederlanden haben sie inzwischen ein funktionierendes Tierschutzrecht, was die ganzen Geflügelbarone aus den Niederlanden sozusagen nach Deutschland treibt, wo das Tierschutzgesetz leider eben, wie gesagt, nicht, also für die Industrie natürlich sehr gut ist, für die Tiere nicht sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, dass eine wichtige Forderung, mit der sich die Piraten auch in den nächsten Wahlkampf meiner Meinung nach stürzen müssten, wäre, Berlin holt sich seine Landwirtschaftspolitik zurück. Weil letztlich, wenn, ich versuche irgendwie ein Beispiel zu finden, das gelingt mir irgendwie nicht. Es ist einfach so abstrus, dass einfach ein Land diesen wichtigen Politikbereich komplett an nicht nur ein anderes Land überträgt, das könnte man vielleicht sogar noch irgendwie nachvollziehen, sondern an das Land, was halt diesen Vorstellungen am meisten im ganzen Bundesgebiet zuwiderläuft. Das ist einfach nur eigentlich völlig unvorstellbar. Ja, deswegen können wir hier in Berlin an der Landwirtschaft auch immer nur auf der Verbraucherseite irgendwas machen. Also wir haben ja schon diskutiert, verschiedene Anträge, die wir auch eingebracht hatten, dass zum Beispiel der Verbrauch an Massentier Haltungsprodukten einfach gesenkt wird. Einfach dadurch, dass zum Beispiel in Kantinen eine Alternative bereitgestellt wird oder ein aktueller Antrag, der jetzt gerade durch die SMV gegangen ist, dass einfach in öffentlichen Kantinen überhaupt keine Produkte mehr aus Massentierhaltung verarbeitet werden dürfen. Aber es ist eben immer nur auf der Verbrauchseite, wo wir überhaupt irgendwas machen können, nicht auf der Produktionsseite. Und das, obwohl wir ja durchaus auch Tierhaltung und auch landwirtschaftliche Produktion in Berlin haben. Wir haben nur keinen Zugriff darauf. Ja, Simon, das, was du da erörterst, ist ja politisch möglicherweise weiter zu entwickeln im Sinne eines Erfolgs gegen die Massentierhaltung. Damit ist aber das grundsätzliche Problem des Tötens von Tieren ja noch nicht behoben. Gibt es zu diesem Komplex in Bezug auf ethisches, philosophisches Neues, woraus man ableiten könnte, dass wir schrittweise auch an der Stelle in Bezug auf unsere Sensibilität gegenüber den Tieren weiterkommen, weil neue Erkenntnisse da sind? Wenn das nicht der Fall ist, dann sehe ich eigentlich dieses Zeitfenster, sozusagen eine Gerechtigkeit herzustellen, die bei den Tieren die gleiche ist wie uns gegenüber, in so weiter Ferne, dass es fast müßig ist, weiter darüber nachzudenken, weil ich mir im Moment nicht vorstellen kann, dass die Mehrheit der Menschen auf Fleischverzehr verzichtet. Das ist doch das Grundproblem. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist diese Grundfrage im Raum und erst recht sozusagen vor der Mangelsituation. Und ich weiß nicht, woher man sozusagen als Tierschützer die Hoffnung hernimmt, in seiner Lebenszeit an der Stelle einen Quantensprung zu erreichen in diesem Verhältnis Mensch-Tier. Welche Interessen werden höher gestellt? Im Moment ist es so, die menschlichen Interessen werden höher gestellt als die der Tiere. Ja, der Quantensprung ist ja immer ein sehr kleiner Sprung, ne? In der Physik. Nun ja, das sind natürlich... ist natürlich immer schwierig, in einem Feld wie der Ethik und der Philosophie von neuesten Erkenntnissen zu sprechen, weil es da natürlich immer hin und her geht. Genauso wie gesagt, eine Weltreligion mit 4,4 Millionen Anhängern seit 2500 Jahren sehr gut komplett auf das Ausbeuten von Tieren verzichten kann und damit jetzt nicht irgendwie zu einer Randnotiz in der Geschichte irgendwie geworden ist. Hätte man vermutlich vor 250 Jahren eine repräsentative Umfrage in den amerikanischen Südstaaten durchführen können, ob die Leute sich vorstellen können, ohne die Sklavenhaltung in irgendeiner Form ihre wirtschaftliche Existenz fortzuführen? Die Antwort wäre wahrscheinlich nein gewesen. Also es ist immer eine Sache der Perspektive. Wobei natürlich sich in der letzten Zeit einfach dadurch, dass das Thema Veganismus spannend wird und einfach immer mehr auch in das öffentliche Bewusstsein drängt, eben auch gerade durch die Skandale, die jetzt immer mehr sozusagen sich vor unseren Augen auch abspielen. Also die ganz wesentliche Komponente des Karnismus, nämlich dieses Verdrängen, die Massentierhaltung findet an irgendwelchen anonymen Orten statt, wo der nächste Bahnhof irgendwie 30 Kilometer weit weg ist, man bekommt das nie zu sehen.
und kann sich deswegen schön einreden, dass es das gar nicht gibt. Das funktioniert halt inzwischen nicht mehr. Und deswegen gibt es natürlich eine starke Bewegung, und mit einer starken Bewegung kommt ein Markt. Und wie das im Kapitalismus so ist, wo ein Markt entsteht, wird natürlich auch eine Nachfrage gedeckt. Und deswegen, Alex ist nicht überzeugt, also natürlich schafft dieser neue Markt jetzt auch die Möglichkeit, viel mehr als früher, als man hier noch irgendwie so schlecht kopierte kleine Büchlein für 6 Mark irgendwie in einem linken Bazillenladen gekauft hat. Heutzutage sind die Supermärkte ja voll mit veganen Ersatzprodukten für so ziemlich alles, irgendwie von den Grillwürstchen bis hin zu irgendwelchen highly sophisticated Cordon Bleus oder was auch immer. Und zwar nicht nur die Ersatzprodukte, die sozusagen aus Pflanzen mit entsprechender Würzung sozusagen dann erzeugt werden, sondern was natürlich auch immer irgendwie dieses Gespenst ist, was uns da verfolgt, sind eben modernste technische Verfahren, irgendwie dieses Steak aus der Petrischale oder dieser vegane Käse, der da von genetisch veränderten Hefebakterien irgendwie erzeugt wird. Da gab es jetzt gerade auf dem Chaos-Camp einen Vortrag zu, habe ich leider noch nicht gehört. Das ist natürlich schon ein Versuch, auch sozusagen diese Produkte mit mehr Technikeinsatz vielleicht noch perfekter an das Original anzulehnen, sozusagen. Ich als langjähriger Veganer würde sagen, das braucht es eigentlich gar nicht, dass vegane Steak halt irgendwie dann aus echten Stammzellen von Kühen besteht, weil man kann das ja auch total gut aus Seitan machen, aber gut, das ist natürlich immer so eine Geschmackssache dann letztlich. Also ich glaube, wir bewegen uns da in eine Richtung, wo es immer mehr Leuten immer leichter fallen wird, auf Tierausbeutung zu verzichten. Andererseits hat natürlich jede Entwicklung in dieser Richtung, genauso wie die feministische, genauso wie die antirassistische Bewegung, immer einen Backlash erzeugt. Also es gibt immer lauter werdende Gruppen von Anti-Veganern und Anti-Veganerinnen, die auch hier die von ihnen so geschätzten und für ihr persönliches Leben, für ihre persönlichen Privilegien wichtig empfundenen Niedergang des herrschenden Mainstreams irgendwie aufs Schärfste bekämpfen. Also auch wirklich mit Anfeindungen, Drohungen gegen einzelne Personen und so. Das ist natürlich eine Entwicklung, die bei sowas auch immer entsteht, die jeder gesellschaftliche Fortschritt letztlich auch mit sich zieht. Und die Frage ist jetzt halt, am Ende ist immer die Frage, wer sich durchsetzt. Ja, hallo Simon. Ich glaube, dieses Mikrofon, geht das jetzt? Ja. Okay. Es war ja schwer beeindruckt, dass du mit 6 angefangen hast, Vegetarier zu werden und das auch so durchgehalten hast. Ich habe es mal probiert. Meine Tochter hatte mal dieselbe Idee aus denselben Motiven, war aber 17 und ich habe es halt nicht durchgehalten. Ich musste immer zwischendurch mal ein bisschen Fleisch essen, also oder Wurst oder sowas. Also ich habe es probiert, aber ich habe es nicht geschafft, muss ich sagen. Also mein Bedürfnis nach Fleisch oder nach tierischen Eiweiß wahrscheinlich war dann so groß, war nicht zu bremsen. Ich war aber trotzdem, oder ich bin sehr erstaunt, dass du hier sitzt. Also nicht der Flütumox, weiß ja sicherlich, wen ich meine, ne? Der immer die ganzen Anträge in dem, den ich auch getroffen habe, auf entsprechenden Veranstaltungen, der da auch für die Piraten geredet hat. Meine Frage ist, inwieweit arbeitet ihr zusammen? Meine zweite Frage ist, welche Anträge hast du denn schon eingebracht ins Liquid oder SMV, die sowas betreffen, also um eine Sache zu erarbeiten für die Partei? Und war ich ein bisschen erstaunt, dass die Menschen früher kein Fleisch gegessen haben sollen. Ich dachte, wir stammen von Jäger und Sammlern. Also, dass sich in anderen Gebieten der Welt, also so in Indien, eine vegetarische Gesellschaft entwickelt hat, habe ich mich nur nicht beschäftigt. Weshalb, warum? Ist ja zweifelsohne so, aber sonst die Menschheit war Jäger und Sammler, dachte ich. Und noch eine Frage von mir ist, warum bist du denn eigentlich damals dann nicht in die Tierschutzpartei? Die gibt es ja auch
eingetreten, die wäre doch dann sozusagen das, für mich jetzt, also aus meiner Sicht jetzt das Naheliegendste gewesen, um den Tierschutz voranzubringen. Und die letzte Bemerkung ist vielleicht, dass wir als Verbraucher es ja in der Hand haben, in welche Produkte vermarktet werden, wenn wir also weniger Fleisch vielleicht essen. Also ich persönlich mache einen kleinen Beitrag, seit über 30 Jahren kaufe ich nur Bio-Eier, nicht solche Bio-Eier, wie sie im Markt sind, sondern im Bioladen möglichst. Die sind ein bisschen teurer, aber ich finde, das kann man sich dann auch als Harzer gönnen. Also ja, Biofleisch ist mir meistens zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen noch. Und ja, also wir haben es eher in der Hand und wir alle haben es in der Hand als Masse. Und wenn ich dann wieder solche Berichte sehe, dass aber die Menschen lieber doch ein Ei von konventionellen Hühnern kaufen, weil es dann eben 10 Cent billiger ist oder so. Alles hängt ja mit allem, wie du schon am Anfang gesagt hast, zusammen, weil man eben sehr doch aufs Geld schauen muss und das müssen ja immer mehr Leute bei uns, dann ist sowas auch ziemlich schwierig, wenn man nicht ganz also auf tierische Produkte verzichten will. Und ja, ich persönlich sage mal so, ich bin tierlieb, ich habe auch Tiere gehalten und so weiter und ja, ich finde extreme Haltung nicht immer so, also wenn die Tiere vernünftig gehalten werden, wir weniger Fleisch und tierische Produkte essen, finde ich, ist dem schon, dem Tierschutz ein großes Stück nahe. Also so extrem finde ich die Haltung, also ich persönlich nicht so. Gut, bevor der Simon auf viele Fragen eingeht, möchte ich eine für ihn eigentlich beantworten. Wir haben uns erlaubt, den Simon einzuladen, zu diesem Thema zu sprechen, weil wir der Meinung waren, er ist einer derjenigen, der hierüber profund sprechen kann, aufgrund seiner Biografie, seiner Laufbahn hin zu diesem Thema, wie gesagt, sehr früh angefangen und wir ihn eben kennen. Es hätte nichts dagegen gesprochen und so läuft das ja hier auch. Wir laden jeden ein und die anderen Experten, die dann leider heute Morgen nicht dabei sein konnten, die können wir natürlich im Moment nicht einfangen, aber ich hoffe, das wird auch nicht die letzte Diskussion sein, weil es ja ein Thema ist, was zu bearbeiten ist im Sinne der Weiterentwicklung. Aber dann Simon. Ja, dieser Fluss von Themen, ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht irgendwie 2/3, vielleicht nur die Hälfte. Genau jetzt zu deiner Frage, warum nicht der Plüs hier sitzt, hätte er bestimmt auch. Wir haben eigentlich die letzten 3 Jahre extrem gut zusammengearbeitet, seitdem gab es das Tierrechts- und Verbraucherschutz-Squad. Wir haben uns 1 bis 2 Mal im Monat getroffen, haben eben aktuelle Fragen, die die Tagespolitik so mit sich brachte, debattiert, haben auch Anträge entwickelt, die wir dann auch meistens gemeinsam eingebracht hatten in das Liquid Feedback oder auch in die SMV. Und ja, also da haben wir uns auch nie irgendwie gegenseitig die Butter vom Brot genommen oder so, je nachdem, wer halt zu irgendeinem Thema immer am besten was sagen konnte oder am meisten Zeit hatte oder was auch immer, hat dann eigentlich auch immer für diese Gruppe gesprochen. Und ich glaube, wir waren auch zumindest bis jetzt gerade, wo ja Plüs leider die Partei verlassen hat, glücklicherweise nicht aus irgendwelchen Tierrechts- oder Tierschutzerwägungen. Da sind wir immer noch relativ gut, meiner Meinung nach. Also bisher waren wir, glaube ich, tatsächlich auch eins der aktivsten Squads, die dieser Landesverband einfach aufweisen konnte. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zur Bundes-AG Tierschutz, die ja, sehr brach liegt leider. Was du gesagt hattest, jetzt noch die Sache mit, ich hab jetzt tatsächlich irgendwie 3/4 vergessen, ich hätte es mal aufschreiben sollen. Ja, warum bin ich nicht in der Tierschutzpartei? Gute Frage eigentlich. Ich denke mal, in welcher Partei man landet, hat halt auch immer sehr viel damit zu tun, ob man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck ist. Und für mich war eben tatsächlich, als ich dann nach Berlin kam, die erste Partei, wo ich sozusagen reingestolpert bin, nicht in allererster Linie wegen dem Tierschutz, aber eben auch und auch wegen vielen anderen Themen, die mich sehr bewegt haben. Damals war ja die Zeit der Netzsperren,
waren eben die Piraten. Und weil ich bisher noch keinen deutlichen Grund entdeckt habe, sozusagen warum, also ja, es ist nicht immer alles ganz einfach, ne? Aber das ist es bei anderen halt auch nicht. Und ich habe mir auch die Tierschutzpartei hier in Berlin mal angeschaut, die ist noch wesentlich defekter als die Piratenpartei hier in Berlin. Das ist möglich. ja, deswegen bin ich halt hier und sehe auch momentan keinen Grund, das zu ändern. Ja, natürlich interessieren mich auch andere Themen. Ich bin ja auch noch Sprecher für andere Themen, aber heute sollte es halt einfach mal um den Tierschutz gehen. Die Sache mit Bio ist ja auch noch so eine, oder generell mit Haltungsbedingungen. Die Bio-Richtlinie regelt eigentlich zur Haltung von Tieren relativ wenig. Sie regelt relativ viel, was die Ernährung von Tieren angeht. Das heißt, letztlich sind Bio-Richtlinien was den Menschen dient. Muss man einfach so klar sagen. Den Viechern geht es davon nicht automatisch besser. Also die haben nicht dadurch automatisch mehr Platz oder so. Es gibt natürlich auch solche Labels, wobei die eben keinerlei gesetzlichen Grundlage unterliegen und von daher eben auch relativ aufs Geratewohl vergeben werden. Also der Tierschutzbund, der ja sozusagen die Dachorganisation der Tierschutzvereine in Deutschland ist, hat zum Beispiel dieses Tierwohl-Label eingeführt und es sozusagen gleich als am Start einem Partner in die Hand gegeben, nämlich der Firma Wiesenhof, die das meiner Meinung nach ganz deutlich nicht verdient hätte, weil das die Firma ist, die wie keine andere permanent wegen Tierschutzskandalen in den Medien ist. Und letztlich, dazu gab es einen sehr interessanten Vortrag von einem ehemaligen Mitglied und Aktivisten von Vier Pfoten, auch eine Organisation, die jetzt gegen Geld Tierausbeuter mit Labels auszeichnet, der eben auch mal erklärt hat, warum für sogenannte Tierschutzvereine, die eben tatsächlich sich inzwischen als Struktur verselbstständigt haben und ein Eigenleben entwickelt haben und denen halt die Tiere inzwischen auch nicht mehr ganz so wichtig sind wie dieses regelmäßige Einkommen ihrer Funktionäre und Mitarbeiterinnen, warum die natürlich von einer Finanzierung durch die Tierausbeutungsindustrie viel mehr profitieren als von einer Finanzierung durch diese nervigen Einzelmitglieder, die dann auch noch eine schlechte Zahlungsmoral haben. Rainer kennt das. Und wo man dann ewig lang den Mitgliedsbeiträgen hinterher rennen muss. Die Industrie zahlt. Die zahlt sofort. So. Deswegen ist das natürlich viel interessanter. Weiß noch jemand irgendeine Frage? Kannst du noch mal irgendwas in den Raum brüllen, was ich jetzt vergessen habe? Olli. Okay. Okay, nochmal zu dem, wir sind Jäger und Sammler. Und soweit mir bekannt ist, hat die römische Armee Europa mit Linsen, Hirse und Bohnen erobert und Fleisch gab es nur zur Belohnung vor Schlachten oder danach. Und die Jungs waren deutlich fitter als unsere heute, auf jeden Fall. So, dass man nur kurz, also, ne? Vielleicht, weil das ja vorhin schon gefragt war, würde ich dazu auch ganz gerne noch ganz kurz einhaken. Wir haben ein ganz grundsätzliches Problem in der Archäologie. Die Archäologie findet Dinge und interpretiert sie. Und sie interpretiert sie grundsätzlich aufgrund der aktuell vorherrschenden Gesellschaftsordnung. Das heißt, wir hatten eine Gesellschaftsordnung, in der Männer den Ton angegeben haben und Frauen eigentlich relativ wenig zu melden hatten. Deswegen wurden dann über die Jahrzehnte immer wieder Kriegerinnengräber irgendwie ganz komisch umdefiniert. Das war nur kultisch, das waren gar keine Frauen wirklich und so. Weil sich die Menschheit zu diesem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen konnte, dass in früheren Kulturen die Frauen tatsächlich aktiv an Kampfhandlungen beteiligt waren und dann auch noch ein richtiges Kriegerbegräbnis bekommen haben. Genauso interpretieren wir unseren massenhaften Fleischverzehr in archäologische Fundstücke und haben dann eben den frühen Kulturen, sowohl den nicht sesshaften als auch den ersten sesshaften, dann sozusagen einen Fleischkonsum übergeholfen aus unserer Perspektive, der sich tatsächlich durch die Fundstücke und auch durch die weitere Forschung überhaupt nicht sozusagen nachweisen lässt. Also dieses Bild von den Stämmen, die irgendwo in der Prärie unterwegs sind und die Männer machen nichts anderes, als irgendwie auf die Mammutjagd zu gehen, diese Stämme wären ausgestorben. Also mit den Mitteln, die den Menschen in der Steinzeit zur Verfügung stehen, wäre eine hauptsächliche
Nahrungsquelle in der Jagd von Wildtieren zu suchen, nicht möglich gewesen, um damit den ganzen Stamm durchzubringen. Also das ist inzwischen bewiesen. Ich wollte jetzt noch mal kurz aus meiner Sicht was sagen, nämlich Tierschutz ist ja auch Menschenschutz. Wenn man sich jetzt mal die Arbeitsbedingungen anschaut in der Fleischindustrie in Niedersachsen, da gab es ja vor kurzem einen Artikel und auch eine Dokumentation, die da wirklich katastrophal ist, ein Euphemismus. Die Arbeiter sind komplett abhängig. Auch die Bezahlung ist Willkür, mehr oder weniger. Und viele haben einen halblegalen Status und darum mucken sie nicht auf und so weiter. Also da werden ja Arbeitsrechte komplett ausgehebelt. Und wenn wir anfangen würden, darüber nachzudenken, dass es eben auch letztendlich den Menschen betrifft vielleicht und nicht nur die Tiere, es geht nicht nur um die Tiere, das wäre vielleicht eine Brücke, die man schlagen könnte. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, denn wir erleben ja jetzt gerade die aktuelle Diskussion um die Sexarbeit. Weil da wird ja immer argumentiert mit, da gibt es Menschenhandel, da gibt es ausbeuterische, abhängige Beschäftigungsverhältnisse, da gibt es schlechte Bezahlung. Wenn es danach tatsächlich ginge, also wenn das tatsächlich der Grund wäre, würde man jetzt gerade aktuell nicht darüber diskutieren, die Prostitution zu verbieten, sondern die Bauwirtschaft und die Schlachthöfe. Weil das die Orte sind, wo tatsächlich genau diese Dinge passieren. Wo Leute mit falschen Versprechungen in Abhängigkeitsverhältnisse gebracht werden, wo sie dann teilweise überhaupt nicht bezahlt werden, teilweise nur in Naturalien, teilweise unter schrecklichsten Bedingungen hausen müssen und dafür völlig aberwitzige Beträge bezahlen. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, natürlich. Es gibt kaum eine Industrie, die so menschenfeindlich ist wie die Tierausbeutungsindustrie. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt noch. So, es sind hier noch zwei Wortmeldungen. Ich darf nachfragen, wer möchte noch, weil aus seiner Sicht eine Frage noch nicht angesprochen wurde oder ein Thema nicht angesprochen wurde. Es gibt also noch eine Meldung und danach würde ich gerne sozusagen dann übergehen wollen in das bilaterale Gespräch. Dafür haben wir dann noch 10 Minuten Zeit, weil wir irgendwann hier den Raum verlassen müssen. Alexander Spieß. Ja, danke. Ich hatte ja angekündigt, dass wir uns auch noch mal den ethischen Fragen zuwenden sollten. Und ich meine, das ist ja genau der Zustand der Tierschutzpartei. Die haben sich ja aufgrund einer ethischen Diskussion Peter Singer gerade zerlegt. Insofern finde ich es auch sehr wichtig, da eine Klarheit zu haben. Nämlich auch das Verhältnis Mensch und Tier ist ja nicht so ohne weiteres natürlich gegeben, sondern hat sich eben vor allem auch durch die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft verändert. Es gibt eben sehr viele Tiere, zum Beispiel Hunde, die es in dieser Vielfalt gar nicht gäbe, ohne die Interaktion mit dem Menschen, also diese Zucht. Es gibt eben auch also eine Hege und Pflege, das ist ja gerade das, was die Jäger auch für sich in Anspruch nehmen. Nicht, dass sie eben sagen, wenn wir eben bestimmte Monokulturen haben von Tieren, dann muss der Mensch quasi eingreifen, um eben ein ökologisches Gleichgewicht herzustellen. Also diese ganzen Fragen entwickeln sich ja im Laufe der Kultur. Also es ist nicht so, dass die Tiere einfach da sind und die Menschen einfach da sind, sondern die stehen eben in einer bestimmten Beziehung. Die Frage ist eben, welche Bedeutung haben dann Tierrechte? Das ist etwas sehr Schwieriges, weil wenn man das ableitet von Menschenrechten, dann ist genau der Effekt, den Simon erwähnt hat, entscheidend, nämlich die Menschenrechte können durch Menschen erklärt werden. Ja, das heißt, die Menschen kommen zusammen und sagen, wir erklären unsere Rechte. Eine Tierversammlung, wo Tiere zusammenkommen und sagen, wir erklären unsere Rechte, ist so nicht vorstellbar. Insofern können Tierrechte immer nur abgeleitet werden von den Menschenrechten. Also Tierrechte sind Ableitungen der Menschenrechte, die die Menschen quasi für ihr Zusammenleben und Zusammenwirken mit der Natur und vor allem den Tieren erklären. Insofern muss man eben rein grundsätzlich sagen, dass Tiere dadurch immer auch ein Stück weit fremdbestimmt sind. Allerdings, also fremdbestimmt durch den Menschen, durch die menschliche Sichtweise bestimmt sind. Allerdings
wie ich ja gerade sagte, profitieren Tiere ja auch von dieser Interaktion mit dem Menschen. Ich will jetzt nicht nur an die Kulturfolge, also die Nager, Ratten und so weiter, die sich wunderbar vermehren in der Folge der Menschen, sondern hatte das Beispiel gesagt, Hunde auch sehen. Insofern denke ich, muss man also ganz klar sagen, wir können ethisch nur von unseren menschlichen Vorstellungen ausgehen. Wir können aber auch dabei die Eigenständigkeit und also das besondere Existenzrecht der Natur, insbesondere der Tiere, auch mitdenken. Ja, eigentlich kann man dazu gar nicht mehr so arg viel ergänzen. Das sind natürlich alles ethische Fragestellungen, die nicht einfach sind, aber einfach diese Ausweitung sozusagen, dass eine Gruppe die Rechte, die sie für sich selbst erklärt hat, dann auf eine weitere Gruppe ausweitet und das tatsächlich auch von der Gruppe, die diese Rechte ursprünglich mal vereinbart hat, ausgeht und nicht von der Gruppe, die die Rechte gerne hätte, ist eigentlich auch was, was völlig normal ist in der geschichtlichen Entwicklung. Also dass sozusagen die Unabhängigkeitserklärung, die die Basis des Gemeinwesens der Vereinigten Staaten von Amerika regelt, dann irgendwann auch auf Nicht-Weiße ausgeweitet wurde. Und zwar von den Weißen, die sie ursprünglich mal sozusagen vereinbart hatten, ist genauso richtig wie das zum Beispiel das allgemeine Wahlrecht, was halt allgemein heißt, allgemein alle Männer, alle freien Männer, alle dann ausgeweitet wurde auf zum Beispiel auch Frauen. Und zwar nicht, also natürlich haben die Frauen Demonstrationen gemacht und so, aber der Entschluss, dass sozusagen das Frauenwahlrecht jetzt tatsächlich eingeführt wurde, der wurde letztlich von einem Parlament getroffen, das gewählt worden ist von Männern, weil nur Männer vorher wählen durften. Also das ist eigentlich genau die Art, wie es immer funktioniert. Man hat Rechte und weitet die aus auf weitere Menschen. Es ist nicht so, dass sozusagen dann ein Parallelsystem irgendwie innerhalb der Gesellschaft entstehen würde. Selbst wenn das jetzt irgendwie möglich wäre und wir irgendwie ein Tierplenum jetzt irgendwie hätten, wo sie irgendwie ihre eigenen Rechte irgendwie festlegen würden, wie auch immer das dann aussehen sollte. Also das ist jetzt nicht irgendwie was ein singulärer Akt wäre. Es ist einfach nur konsequent weitergedacht, die emanzipatorischen Bewegungen, die wir in der Vergangenheit sozusagen schon erlebt haben. Bis auf die Tatsache, dass wir die Sprache der Tiere nicht dekodieren können, nicht verstehen, was ja in den anderen Fällen, die du gerade beschrieben hast, möglich ist. Also insofern ist da einfach Verständigung möglich und das erklärt sozusagen die Schwierigkeit, das Tierrecht im gleichen Rang eben zu sehen wie das Menschenrecht. Ja. Michael Ickes. Auch ich danke für diesen fachkundigen kulturhistorischen Abriss über den Veganismus und auch andere Belange wie den Sexismus, der hier wohl in Verbindung steht mit, als auch die Metadiskussion, die Alexander Spies hier aufwirft und zu führen verfolgt. Ich hoffe, das alles trägt dazu bei, den Tierschutz aber auch zu bestärken und zu befördern. Und was ich hier mal provokativ nennen würde, den tierschützenden Mainstream auch bestärken. Denn ich glaube, es ist durchaus zu erkennen, dass, wenn der Stern einen Titel bringt mit Tierversuchen und Bildern von Makaken, dann steigen natürlich die Auflagen und die öffentliche Meinung für ein Verbot von Tierversuchen konsequent. Und ich denke, da lässt sich dann auch in solchen Kampagnen durchaus eine Mehrheit innerhalb der Bevölkerung für Verbote von
gerade Tierversuchen, aber eben auch bestimmte Tiertötungspraktiken in der Schlachtindustrie feststellen. Und was sich dann ja auch widerspiegelt, durchaus in Sympathien in der Rechtsprechung, also was hier vielleicht nicht wirklich zum Ausdruck kam, war, dass die österreichischen Aktivisten wurden ja letztlich freigesprochen und haben damit, damit durchaus Recht bekommen. Hart erstritten, und es zeigt eben, dass hier weiter gestritten werden muss, aber immerhin. Jetzt, wenn denn ein derart tierschützender Mainstream in der Bevölkerung zu erkennen ist und geweckt werden muss, dann steht es eben doch im krassen Widerspruch, wie du sagst, zu der Realität, wo der Parlamentarismus es eben nicht schafft, hier einer Mehrheit der öffentlichen Meinung und aus der Kultur historischen Entwicklung eben auch berechtigten Meinung beziehungsweise Anliegen Folge zu leisten. In einem Kapitalismus... Michael, ist es der Parlamentarismus oder sind es die Menschen? Nein. Ich sage, es ist der Parlamentarismus, der es nicht schafft, hier die gesetzlichen Vorgaben, wir haben ja eben auch einen Parlamentarier hier, der spricht, und wir schauen nach parlamentarischen Wegen, wie wir die Situation verändern können. Und da finden wir eben, dass die Kapitalinteressen und die Lobbyinteressen dieser Kapitalinteressen stärker sind, und dass Anträge auch so oder auch Vorstellungen, wie ihr sie entwickelt und auch vorbringt, eigentlich nicht viel mehr sind als Fensteranträge. Gut, ich wollte eigentlich durchaus eben den Bogen spannen auf durchaus auch meine eigene Erfahrung da muss ich ja nicht verheimlichen, dass ich auf der Titelseite der BZ stand als Propagandist vermeintlicher einer Volksjagd auf dem Tempelhofer Feld. Wo ich eben erleben musste, dass in der Partei, aber eben auch von dir, hier keinerlei Schritte unternommen wurden, diese Missinterpretation und Missdarstellung aufzuklären, beziehungsweise auch diese Plattform zu nutzen, offensichtliche Missstände auch in der Tierhaltung hier in Berlin und in deinem Bezirk propagandieren und zu berichtigen. Was mir einfach, aber ich denke auch in der Öffentlichkeit, einfach wiedergespiegelt werden, ankommt als eine völlige Scheinheiligkeit eurer Aktivitäten und Intentionen, die vielleicht durch diese durch diese Metadiskussion und auch diesen kulturhistorischen Abriss vielleicht doch auch bekräftigt wird. So, Simon, harter Vorwurf. Ja. Wie gehst du damit um?
der Punkt ist halt, Michael, du bist nicht ganz unschuldig daran, dass du in diesem Zusammenhang auf der WZ erschienen bist. Das kannst du tatsächlich, glaube ich, niemandem wirklich irgendwie sagen wollen. Und die einzige Möglichkeit, die in dem Fall die Partei, also der Landesverband Berlin der Piratenpartei Deutschland hatte, war in allererster Linie, sich scharf zu distanzieren. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich keinen Bock hatte, irgendwie an jedem Infostand, wo ich war, egal mit wem ich geredet habe, überall zu hören zu kriegen, ach, die Piraten, die wollen ja irgendwie Dammwild auf dem Tempelhofer Feld abschießen. So, das hat mich halt einfach massiv irgendwie angekackt, dass du mit deiner wie auch immer gemeinten Aktion dazu geführt hast, dass andere Leute sich wieder so eine Scheiße anhören müssen. Entschuldigung. Und deswegen war in dem Fall, und da habe ich auch stark für plädiert und ich habe an diesem Beitrag auf dem Berlin-Blog auch mitgeschrieben, in allererster Linie mal wichtig, uns von diesem Scheiß zu distanzieren. Dass wir sagen können, ja, das ist der Herr Ickes, der hat gerne mal etwas abstruse Ideen, aber damit vertritt er nicht die Piratenpartei Berlin, nicht die Piratenpartei Deutschlands und auch sonst niemanden, mit dem ich in irgendeiner Form was zu tun habe. So, weil dann hatte ich überhaupt erstmal wieder die Möglichkeit, mit Menschen zu reden, die ansonsten nur gesagt hätten, ja, hier, genau, ihr Arschloch. Hm? So, das dazu. Ich bin Bettina Günther, Piratin. Und also mir käme es halt sehr darauf an, mal zu gucken, wie können wir denn als Berliner Piraten dieses Thema aufgreifen. Also das kam vorhin ja schon, das hatte Maha gesagt. Also wie können wir das Thema Landwirtschaft für uns irgendwie zum Thema machen? Ich meine, wir befinden uns ja quasi auch in einer direkten Konkurrenz zu den Grünen und auch zur Linkspartei. Und dann kann man sich mal fragen, also wieso ist das denn nicht Thema? Also in Brandenburg regiert die Linkspartei zusammen mit der SPD und die ziehen diesen ganzen Scheiß da durch. Also seit zig Jahren, die Landwirtschaftspolitik hat sich ja offenbar überhaupt nicht verändert. In der Zwischenzeit im Übergang zu Rot-Rot. Und die Grünen, weder in Berlin noch in Brandenburg, die scheint das Thema auch nicht wirklich zu interessieren. Also insofern wäre das durchaus ein piratiges Thema, was wir aufgreifen könnten, vielleicht auch mit Brandenburger Piraten zusammen. Also sollten wir uns vielleicht mal ein paar kreative Aktionen überlegen. Das ist das eine. Und das andere ist, wo wir durchaus in Berlin eigentlich einen Punkt haben, an dem wir ansetzen können. Berlin hat also Versuche in der Pharmaindustrie, sowohl mit Menschen als auch mit Tieren, sind ja ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor in Berlin. Und der wird ja auch noch ausgebaut und gibt ja auch gerade neue Labore und was noch alles für Tierversuche. Das ist natürlich auch ein Punkt, an dem man durchaus mal mitdiskutieren könnte. Wobei ich persönlich nicht so sehr auf dieser ethischen Ebene argumentieren würde, weil man da oft schnell von Leuten irgendwie so, ja, das ist alles so moralisch und geht doch nicht ohne, dass man hier und da mal ein Tier tötet und so weiter. Also es reicht oft wirklich so zu argumentieren, dass man sagt, ganz normaler Tierschutz, Klimaschutz, Umweltschutz, Menschenschutz, da muss man sich gar nicht in so eine Ecke stellen lassen, die einen jetzt als irgendwie total spinnert oder sonst wie einstufen lässt. Also ich finde, damit kommt man wunderbar zum selben Ziel. Und also gerade was Klimaschutz angeht, sind all diese Nutzung von Tieren ja sowas von unnötig. Und das muss man, glaube ich, vielen Leuten auch einfach, also muss man auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit betreiben, weil wenn man sich anguckt, wie viele Leute sagen, ich esse ja schon kein Fleisch, ja, und denen überhaupt nicht auffällt, dass zum Beispiel Butter klimatechnisch viel absurder und viel schlimmer ist als Rindfleisch. Ja, dann können sie auch Rindfleisch essen, rein theoretisch. Simon, ja. Darf ich mal ganz kurz nochmal zu der Ausführung uns weniger sozusagen auf die Moral und die Rechtsaspekte zu konzentrieren, würde ich selber nicht gut finden, aus folgendem Grund. Warum die Lage beim Thema Tierrechte und Tierschutz so ist, wie sie ist, liegt ja daran, dass es einen gewaltigen Überbau gibt, der eben erklärt, dass das Töten von Tieren einfach zu unserer Kultur gehört, um es vereinfachend auszudrücken. Also gerade an der Stelle müssen wir eben mehr unternehmen.
dass wir jetzt zum Wahlkampf natürlich praktische Fragen nach vorn stellen, um nicht zu abstrakt zu sein. Das ist schon richtig. Aber diesen philosophischen Aspekt, den moralischen Aspekt, den rechtlichen Aspekt nicht weiter zu bearbeiten, um auch an der Stelle Überzeugungsargumente zu bekommen, halte ich für genauso wichtig. Und das sind sozusagen, es ist eine Doppelstrategie, die da aus meiner Sicht gefahren werden muss. Was mich freut ist, ich kann erkennen, dass die Piraten 2016 in Berlin Wahlkampf machen wollen und deshalb auch den Tierschutz und das Tierrecht mit sich auf die Fahnen schreiben, im Gegensatz sozusagen zu anderen Parteien. Also ich muss sagen, das habe ich heute hier so nicht erwartet, eine klare Aussage, auch dieses Thema mit einzubeziehen in den kommenden Wahlkampf. Naja, wenn man sich als emanzipatorische Bewegung begreift, geht es ja eigentlich kaum anders. Und ich denke mal, das ist auch genau das, was uns unterscheidet. Sowohl die SPD als auch die Linkspartei in den ostdeutschen Flächenstaaten noch mehr als jetzt zum Beispiel in Berlin, ist definitiv eine absolute Arbeitnehmerpartei letztlich geworden, die einfach ihr Wirkungsfeld darin begreift, irgendwie jeden Arbeitsplatz zur Not mit der Brechstange irgendwie zu bewahren. Und das ist genau auch der Eingriffswinkel, mit dem dann sozusagen solche Intensivtierhaltungsvorhaben immer wieder genehmigt werden, gerade auch in Brandenburg, dass einfach gesagt wird, ja, da entstehen Arbeitsplätze. Wir haben schon gehört, es sind Scheißarbeitsplätze, Pieps. Es sind Arbeitsplätze mit furchtbarer Bezahlung, wo SaisonarbeiterInnen sozusagen eingeflogen werden. Die einheimische Bevölkerung hat von den Arbeitsplätzen nichts. Die einheimische Bevölkerung hat maximal etwas von der Gewässerverschmutzung, von der Luftverschmutzung, von der Geräuschbelästigung und natürlich von dem schlechten Karma, was dann irgendwie auf dieses Dorf fällt. Das ist jetzt noch nicht mal so metaphysisch, wie das klingt, weil dieses schlechte Karma macht sich ja dann durchaus auch durch Aktionen von Tierschützern wiederum bemerkbar. Und deswegen ist tatsächlich weder die SPD noch die PDS-Linkspartei da in dem Fall wirklich gerade in Ostdeutschland, in den Flächenländern irgendwie eine Partei, die da irgendwas reklamieren kann. In Berlin haben wir auch festgestellt, dass sie sich in Tierrechts- und Tierschutzfragen relativ flexibel verhält, sage ich jetzt mal. Bei den Grünen ist noch ein bisschen ein anderes Problem. Die Grünen sind eigentlich immer dann gut, wenn sie in der Opposition sind. Das heißt, da sollten sie möglichst auch bleiben, denn die Grünen in einer Regierung haben ja schon gezeigt, dass sie prinzipiell gerne den Machterhalt absolut jeder ihrer Überzeugungen zum Fraß vorwerfen. Die Grünen haben die Verlängerung der Kernkraft sozusagen durchgesetzt, zusammen mit der SPD, sodass es dann letztlich die CDU-Kanzlerin war, die den Ausstieg beschließen konnte. Die Grünen haben komplett gegen ihren Pazifismus verstoßen und das eigentlich völlig ohne Not. Und ja, ich weiß nicht, was dann eigentlich noch an wirklich grünen Überzeugungen übrig bleibt, die man jetzt noch irgendwie der Koalition mit der CDU irgendwie zum Fraße vorwerfen könnte, außer vielleicht jetzt gerade noch irgendwie dem Tierschutz, der ja auch mal so ein Gründungsgedanke bei den Grünen war. Deswegen sehe ich tatsächlich jetzt gerade auch, also ich meine, es gibt ja auch durchaus noch andere Gründe, dass ich bei den Piraten bin. Einer davon ist ja tatsächlich der, dass ich momentan auch wirklich keine Alternative sehe. Also so leid mir das auch tut manchmal und so sehr ich mir auch manchmal deswegen an den Kopf fassen muss bei manchen Diskussionen, aber es gibt leider gerade aus meiner Perspektive, auch gerade aus der Sicht eines Tierschützers, keine Partei, die in irgendeiner Form die Piraten hier ersetzen könnte. Ja, es ist wohl so zu werten, dass der Wahlkampf schon begonnen hat. Ich denke, Simon hat einen doppelten Applaus ihm verdient. Er hatte schon einen bekommen. Das Gespräch mit Simon zu diesem Punkt ist abgeschlossen.